Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich bin auf dem Weg auf Winti, um ein bisschen zu fahren, ein bisschen das Wetter noch geniessen. Ich bin mega im Zwiespalt. Ich denke jedes Mal irgendwie so, ach komm, ich gehe ein bisschen ins Fitness, zuerst fürs Fitness zahlt. Ich gehe ins Fitness nicht fahren und so, scheiß drauf. Und dann denke ich so, nein, aber ich muss jetzt das Wetter noch geniessen, muss jetzt noch tief fahren, vor allem muss ich ja noch üben für die Prüfung. Du darfst nicht tief fahren, so, weil wenn du die Prüfung bestanden hast, kannst du noch den ganzen Winter durchs Fitness gehen. Oder dann kannst du eh nichts mehr machen, sonst. Oder? Also, ja, bin ich ein bisschen so im Ding, dass ich immer so denke, ach komm, scheiße, ich bin schon lange nicht mehr im Fitness gewesen. Ja, du. Auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall, wollte ich dann den TÜV noch waschen. Das seht ihr dann wahrscheinlich in einem anderen Video. Und genau, ich habe wieder ein paar Sachen vom Amazon gekauft. Und zwar die Handschuhe. Die Handschuhe haben auch so ein Prüfsiegel. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern dass man das Prüfsiegel kann fälschen. Wahrscheinlich kommt man dann gerade für 100 Jahre ins Gefängnis, wenn man so ein Siegel fälscht. Aber wenn das nicht gefälscht ist, dann sind die Handschuhe zugelassen. Und dann sind die TÜV-Handschuhe, die man dann auch an der Prüfung anlegen kann. Weil um das geht es. Wenn du in der Prüfung bist, dann musst du ja alles, das steht ja auch in der Einladung, musst du alles TÜV-Kleider anhast. Über Schuhe, Hosen, ich glaube auch sogar Nierengurt, Jacke, Handschuhe, Helm. Ja. Und es ist tatsächlich so, also das ist jetzt wieder so gefährliches Halbwissen, aber wie ich das gehört habe, wenn man sich weniger gut anlegt und einen Unfall macht, dann kann es sein, dass die Versicherung einem das, nicht Schmerzensgeld, aber dass man halt weniger unterstützt wird oder so. Ich weiß jetzt, das ist wieder ein mega gefährliches Halbwissen, aber ich habe das irgendwie so gehört. Ja. Oder ob das einfach ist für die Leute, die das Gefühl haben, sie können in der kurzen Hose fahren, ob das einfach eine Abschreckung für die sollte sein. Keine Ahnung, oder? Aber jetzt habe ich die gekauft. 17 Stutz. Ich weiß, mega günstig. Die letzte, die ich gekauft habe, im 3W. Wo ist das? Da ist es in der Nähe von Winti, das 3W. Aber man kann ja auch zu Louis gehen oder sonst irgendwelche Kleider laden. Dann sind zwar nicht die gleichen, aber dort kostet etwa 80 Stutz oder noch mehr oder 100 Stutz, ich weiß gar nicht mehr. Darum kann ich jetzt nicht sagen, ob ich mit diesen Handschuhen wirklich zufrieden bin. Weil ich kann das erst sagen, wenn ich eine Saison damit gefahren bin. Wenn ich jetzt ein paar Monate fahre, oder jetzt ja nicht mehr, aber allgemein ein paar Monate fahre, die schon kaputt sind, dann, ja, dann lohnt es sich nicht, oder? Dann ist es auch scheiße. Aber das Problem ist, bei meinen alten Händchen, die habe ich erstens mal schon relativ gross gekauft, denke ich mal. Und das Problem ist, Leder leiern irgendwann aus. Darum, die Händchen sind so gross mittlerweile. Und mit TÜV habe ich gerne, wenn alles möglichst sitzt und man es auch spürt, dass man das auch hat und nicht das Gefühl hat, man verliert es gerade, oder? Darum habe ich mir jetzt die gekauft. Die Handschuhe, 16 Euro. Und ja, ich würde es eh cool finden, meinen ganzen TÜV-Stil so auf blau zu machen. Aber ja, sehen wir noch. Aber ich finde es einfach geil. Es sind zugelassen, sehen wahrscheinlich für den einen oder anderen billiger gemacht aus. Aber ja, finde ich trotzdem cool. So, und jetzt das Einzige, was ich jetzt definitiv noch brauche, ist eine andere Jacke, weil ich sehe, die Jacke ist relativ kurz. Und das wäre eigentlich mein Ziel, eine Trainerjacke zu haben, wo TÜV-Jacke ist, oder? Also TÜV-Trainerjacke mit Protektoren, mit Reissschutz etc. Und ja, das wäre eigentlich das Einzige, was ich mir noch kaufen. Schuhe habe ich mir ja schon eigentlich stylische gekauft, die ich kaputt gemacht habe. Aber da behalte ich die, die ich ja habe schon. Also die behalte ich, die ich ja habe.
Die sind zwar nicht stylisch aus, aber nicht so stylisch aus, aber du bist in 0, nichts rein und auch in 0, nichts wieder draußen und ohne dass etwas kaputt geht. Also, genau. Ich muss eh abschalten nach dem dritten Auto. Und ihr seht jetzt, wie dran kriegt, dass mein TÜV ist. Also ich muss ihn definitiv. Putzen. Das mache ich dann im nächsten Video. Und ihr seht jetzt da, die Hände sind auch touchfähig. Das habe ich zwar nicht gewusst, habe das nicht auch extra wegen dem gekauft. Aber die Hände sind touchfähig. Wenn die Hände schon aus Leder sind, dann geht es zeitweise auch nicht so geil. Aber ihr seht, da hat es extra etwas drauf. Also, denke mal, dass wir jetzt wieder aus sind, oder? Nicht unbedingt vielleicht auch zum Geld oder so rauszunehmen, sonst braucht man nicht, dass das nicht abrutscht. So würde ich so die Händchen müsste abziehen. Oder? Genau, was denn? Das WC ist umgeschmissen. Genau, nein, das ist ein bisschen das. Also, es ist ja, dass man wirklich definitiv oder Prüfung das muss ankommen. Und ich würde jedem, also ich würde jedem empfehlen, schon von der ersten Minute an, wenn man dort fährt, so zu fahren, wie man an der Prüfung fährt. Vom Fahrstil her natürlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt da rein auf die Krasse machen. Aber nicht nur vom Fahrstil her, sondern auch von den Kleidern, dass man auch alles anhat, was man muss anhaben, oder? Also, dass man auch Nierengurt, die ganze Zeit mit Nierengurt fährt. Ausser man macht den Parkour am Strassenverkehrsamt. Und dort, wie sagt man? Und dort... Und es ist mega warm. Man zieht die Jacke und alles ab dann. Okay. Jetzt gehen wir gerade raus. Ich muss mir noch mega aus noch zu den Töpfer allgemein, bis ich jetzt die Prüfung kann. Und wenn ich jetzt die Prüfung, wenn ich jetzt nicht müsste lernen, dann würde ich safe nicht mehr fahren. Jetzt, dann würde ich dich safe TÜV schon eingewintert. Also dann würde ich vielleicht ein, zwei Mal noch fahren. Aber das Ding ist, ich würde nicht nächstes Jahr, da läuft ja rot drüber. Ich würde nicht im Winter oder so, dann, scheiße, ich hätte wieder TÜV fahren. Das wird ja nicht so toll. Dass ich dann die ganze Zeit jammere. Ich hätte wieder TÜV fahren, oder? Und jetzt gibt's. Das sind Idioten. Ich will einen Rough-Pump machen, hat nicht so geklappt. Nein. Was soll ich sagen? Was wollte ich sagen? Jetzt ist es so, dass wenn man jetzt die beschränkte Prüfung hat, dass man kann bis zu. Also dass man dann. Bis im Juni muss man da die Prüfung gemacht haben, auf A beschränkt. Und dann kann man die Prüfung, also kommt man dann nur 2 Jahre lang tadellos fahren, also beziehungsweise ohne Unfall, ohne irgendetwas, ohne Ausweis weg und so. Und dann kommt man dann die grosse Prüfung geschenkt über. Für mich ist es aber so, dass ich natürlich jetzt die grosse Prüfung gut bestehe und alles. Aber ich sage jetzt mal, wenn es wirklich richtig blöd läuft und ich die Prüfung nicht würde bestehen, dass ich dann könnte ich dann nächstes Jahr eine beschränkte Prüfung machen, also Lehrvoraussicht machen, mich anmelden. Obwohl, dann müsste ich wieder die ganzen Kürze und alles machen. Das ist natürlich schon. Ich weiß nicht, ob es mir dann noch langen wird, oder? Aber ja. Genau. Ich würde mal sagen, wäre es das für das heutige Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao miteinander. Euer Obscur94. Ciao.